herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachwal. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! In Ihrem Unternehmen soll in Zukunft Office 365 eingesetzt werden. Sie haben von Ihrem Administrator einen Usernamen bekommen und ein erstes temporäres Passwort. Und jetzt geht es darum, was machen Sie an diesem ersten Tag mit Ihrem neuen Konto? Das möchte ich Ihnen heute zeigen. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir auf die richtige Seite gehen, wo wir starten. Das ist office365.de. Sie gehen auf den Anmeldeknopf. Und diese Anmeldungsbildschirm, lassen Sie sich nicht irritieren, dass hier schon ein Name drinsteht, das kommt natürlich, weil ich diese Seite sehr oft benutze. Diesen Anmeldebildschirm, den setzen Sie sich am besten auf die Favoritenleiste in Ihrem Browser. Dafür gehen Sie hier rechts oben zu dem Stern und sagen zu Favoriten hinzufügen. Und Sie sehen, ich habe sehr viele Ordner angelegt, weil ich sehr viel mit diesen Favoriten arbeite. Ich gehe jetzt in meinen Office 365 Workshop und füge den Link hinzu. Am idealsten ist es natürlich, das habe ich auch eigentlich gemacht, dass Sie sich eben auf Ihrem Home-Seite diese Seite hinterlegen. Das heißt, wenn Ihr Browser startet, ich mache das mal ganz schnell bei mir, dann startet er bereits auf dieser Seite. Das nehmen Sie bei diesem Rädchen vor, Einstellungen, Internetoptionen und dann können Sie Startseite, dann können Sie hier sagen, die aktuelle Seite soll in Zukunft meine Startseite sein. So, ich nehme eine andere Benutzer-ID, nämlich die von dem Benutzer, der heute zum ersten Mal mit Microsoft Office 365 startet. Das Erste, wozu mich jetzt Office 365 auffordert, ist ein Kennwort einzugeben. Also ein neues Kennwort zu vergeben. Das erste temporäre Kennwort muss ich wieder eingeben. Und jetzt kann ich ein neues vergeben. Ganz wichtig, Sie haben hier einen Hinweis, wie ein sicheres Kennwort aussieht. Es kann natürlich sein, dass Sie in Ihren Unternehmen Kennwortrichtlinien festgelegt haben. Dann wird der Administrator auch entsprechend dieses für Sie schon vorgesehen haben. Ansonsten halten Sie sich bitte an diese Vorgaben und nur starke Kennwörter, also Kennwörter, die hinterher grün sind, werden auch akzeptiert von Office 365. Klein- und Großbuchstaben, Zahlen, vielleicht auch noch Sonderzeichen und dann sind Sie auf Start. So, als nächstes schmeißt mich Office 365 wieder raus. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature, damit nicht irgendjemand standardmäßig solche Dinge ändert. Also automatisch ändert. So, jetzt gebe ich mein neues Kennwort ein und komme auf meinen Startbildschirm. So sieht also Ihr Office 365 Portal aus. Sie sehen hier wichtige Ressourcen, also wichtige Informationen. Hier haben Sie die Community, wo Sie Ihre Fragen stellen in den Foren, wenn Sie Fragen haben, wenn irgendetwas bei Ihnen nicht funktioniert. Sie sehen hier oben meinen Namen, mein Profil, hier kann ich mich abmelden. Ganz als erstes werden mir am Anfang die ersten Schritte auch aufgezeigt. Diese ersten Schritte haben hier im ersten Bereich das, was Sie einrichten müssen. Im zweiten Bereich gibt es eine Benutzertour, die Ihnen ein wenig die Funktionalität der einzelnen Produkte und Möglichkeiten darstellt und lernen Sie die Grundlagen kennen. Hier gibt es auch nochmal Informationen für Ihre ersten Schritte. Ich gehe jetzt auf Jetzt einrichten und komme zu den verschiedenen Produkten, die mir noch zur Verfügung stehen. Das sind jetzt Produkte, die ich auf meinem Client, also auf meinem PC, lokal installieren muss, damit ich sie nutzen kann. Was Sie hier auf Ihrem ersten Bildschirm sehen, hängt davon ab, welchen Plan Ihr Unternehmen bei Office 365 abonniert hat. In meinem Fall ist es der E3-Plan. Aus diesem Grund habe ich hier oben einmal das Microsoft Office Professional stehen. Dieses Microsoft Office Professional Plus
ist eine Software, die eben Word, Excel, PowerPoint, InfoPath, OneNote und noch ein paar anderes enthält. Ich glaube, Access ist auch dabei. Aber das muss lokal auf Ihrem Rechner installiert werden. Als nächstes gibt es den Lync-Client, den Sie installieren. Der steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn Sie eine Suite haben, in der der Lync-Server drin enthalten ist. Und zuletzt die Desktop-Anwendungen einrichten und konfigurieren. Das ist der letzte Schritt, den Sie machen. Da prüft Office 365, ob Ihr Browser aktuell ist, also nicht aktuell ist, sondern ob der die Anforderungen erfüllt und Ihr Outlook und Ihr Lync oder ob noch irgendwas beim Betriebssystem fehlt. Wenn Sie jetzt unsicher sind, welche Version Sie auf Ihrem Rechner installieren müssen, beziehungsweise oft macht das ja der Administrator für Sie, aber wenn er es nicht macht, dann können Sie einfach in Ihrer Systemsteuerung, ich rufe die mal auf, dann tippen Sie hier einfach System ein, auf dem Computer ausgeführt das Betriebssystem anzeigen und dann sehen Sie hier, ich setze das Windows 7 Enterprise ein in Service Pack 1. Dann hier ist nochmal, was mein System alles so hat und hier sehe ich den Systemtyp 64-Bit Betriebssystem. Also, wenn ich diese Software installieren müsste bei mir noch, dann würde ich jetzt die 64-Bit-Version auswählen. Genauso mache ich das bei dem Microsoft Client. Für diese beiden Fälle haben wir schon Videos gemacht und die werde ich in dem Blogbeitrag hinterlegen. Das, was ich mit Ihnen jetzt durchführen möchte gemeinsam, ist eben diese Office-Desktop-Anwendung einrichten und konfigurieren. Wie gesagt, bei mir sind die Produkte alle schon vorhanden und ich möchte jetzt nur noch ich möchte jetzt nur noch den Desktop konfigurieren. Ich gehe auf Einrichten. Muss mich dafür mit meinem Benutzernamen nochmal neu anmelden. Sage anmelden. Er fragt mich jetzt, welche Anwendung ich konfigurieren möchte. Ich sage alle. Und er hat das getan. So, damit sind meine ersten Schritte in dieser Seite schon erledigt. Schauen wir uns als nächstes mein Profil an. Mein Profil möchte ich, da können Sie Ihr Kennwort ändern und das, was Sie auch machen sollten, was ich sehr schön finde, wenn Sie den Lync-Client haben, ist, dass Sie hier ein Foto einfügen und auf dieses Foto können Sie dann von diesem Client aus zugreifen. Ich gehe hier auf meine Logos, wähle da das Kerstin-Logo aus, sage Hochladen. Und hier ist mein Foto hinterlegt. So, Sie speichern das Ganze. Und mein Profil wurde damit aktualisiert. Ich gehe zurück auf meine Startseite und gehe in meinen Posteingang. Das ist Outlook, der Outlook Web App. Den muss ich jetzt als nächstes konfigurieren. Ich wähle das Land aus, das ist schon richtig. Und dann als nächstes meine Zeitzone, das ist Berlin. Aber okay. Und schon ist die ganze Sache konfiguriert. Als nächstes möchte ich gerne mein Outlook ein bisschen individualisieren. Hier sehen Sie übrigens schon der grüne Punkt, das ist von Lync, dass er mich da anmeldet, dass ich verfügbar bin. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber als erstes wähle ich jetzt mein Design aus, was ich gerne haben möchte. Und ich nehme diesmal die Pflanzen. So, jetzt möchte ich auch wissen, ob meine erste E-Mail ankommt. Ich gehe auf Neu, wähle meine Kollegin aus, sende das. Hier ist jetzt meine Antwort. Warten, jetzt bin ich ein bisschen groß geworden. So, das war jetzt nur der Ton, dass bei mir eine E-Mail angekommen ist. Gut, jetzt möchte ich als nächstes, Sie sehen auch hier die Kerstin, dass die hier nicht verfügbar ist, sondern dass die inaktiv ist. Also ich habe hier gleich jetzt die Möglichkeit, auch mit meiner Kollegin über das Lync zu kommunizieren.
Das machen wir jetzt gleich, aber als erstes möchte ich nochmal den Lync-Client aufmachen und dass wir uns die ersten Schritte da anschauen. Ich gehe auf die Startseite. Sie können übrigens Ihr Outlook-Client auch hier drüber aufrufen, über diese Registerkarte. So, und als nächstes gehe ich jetzt in meinen Lync-Client. Den öffne ich jetzt mal. Hier hat er schon mich eingetragen mit der Anmeldeadresse. Ich melde mich an. Also das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass mein Foto hier zur Verfügung stellt. Manchmal ist es so, dass der Lync das sofort erkennt, wenn ich mein Profil vorher das Foto eingestellt habe. Manchmal ist es so, dass es mit dem Foto noch einmal einen Moment so dauert, dass er erst diesen User, je nachdem wie lange der im Vorfeld vom Administrator schon angelegt war, dass er einfach für diesen Abgleich der Daten einen Moment braucht. Ich habe es jetzt hier das Foto bei mir einmal rausgenommen, damit Sie auch sehen, wie man das Foto dann einfügen kann. Dafür schiebe ich jetzt meinen Lync ein bisschen hier weiter rüber, gehe hier rechts oben auf dieses kleine Rädchen mit diesem Pfeil, Menü anzeigen, klicke einmal da drauf, gehe auf Extras, gehe dann auf Optionen. Auch das Fenster ziehe ich jetzt nochmal vollkommen rein. Und hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Ich möchte da jetzt erstmal gar nicht so tief drauf eingehen. Ich gehe auf mein Bild und Sie sehen hier, das Profilfoto von mir ist vorhanden. Als nächstes wähle ich das Standardunternehmensbild aus. Sie könnten auch andere Bilder herauswählen, aber das müsste dann auf einer Webseite zur Verfügung stehen, weil er kann sich das nur aus dem Internet dann herausziehen. Ich sage okay. Und Sie sehen, jetzt erscheint mein Bild. Warum es mit dem Bild so schön ist, zeige ich Ihnen jetzt bei meinem nächsten Kontakt, den ich einfüge. Das ist ein Kollege von mir, den Carsten Rachfall. Den möchte ich jetzt einfügen und da möchte ich den jetzt auch zu meinen Kontakten hinzufügen und ich möchte den zu einer neuen Gruppe hinzufügen und zwar Kollegen. Sie sehen jetzt auch, dass der Carsten direkt zur Verfügung steht. Er steht hier auf grün und ich kann jetzt mit ihm kommunizieren. Ich starte jetzt einfach mal einen kurzen Chat. Und jetzt frage ich ihn einfach ganz nett um Hilfe, weil ich ja hier zeigen möchte, wie das Ganze geht. Sie können hier so kleine Smileys auswählen, wenn Sie wollen. Das hängt davon ab, wie Sie in Ihrem Unternehmen kommunizieren. Wollen wir mal schauen, ob er mich schon bemerkt hat. Würde ich Ihnen noch ganz gerne zeigen, wie man über Link jetzt aus diesem Chat heraus, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich nochmal mit dem Mitarbeiter genauer sprechen, was kommunizieren und kann im Prinzip aus diesem Chat heraus gleich jetzt zu dem nächsten Punkt hineingehen. Und jetzt starte ich mein Video. Also winke ich jetzt mal kurz, weil ich keinen Ton habe. Und jetzt möchte ich noch gerne meinen Desktop freigeben. Und das mache ich jetzt hier, indem ich einfach sage, ich möchte meinen primären Monitor freigeben. Sage okay. Gehe jetzt auf meine Vorschau. Der wird jetzt geladen. Und jetzt kann der Mitarbeiter, also wenn wir jetzt auch noch sprechen könnten, das ist deshalb bei mir blockiert wegen der Aufnahme, weil mein Sound über diese Aufnahme, über meine Aufnahmeinfrastruktur geht, sehe ich auch gerade, dass ich hier das wieder ein bisschen zu weit gemacht habe.
Und jetzt bedanke ich mich bei meinem Kollegen, dass er mich da unterstützt hat. Jetzt kann ich die Freigabe beenden und beende auch den Telefon. Das Telefongespräch. Sie sehen einfach, wie einfach es ist, weil ich gerade irritiert von dem, was er mir geantwortet hat. Sie sehen also, wie einfach das ist, mit Lynk überall in Kontakt zu treten und mal eben schnell eine Kommunikation zu erweitern. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Als nächstes möchte ich jetzt mal die Kerstin Rachfall noch einladen. Und das ist auch sehr schön. Das ist auch eine Kollegin von mir. Und Sie sehen hier gerade, da steht, bin gerade zum Mittagessen und der Status ist auf gelb. Das heißt, ich bin im Moment nicht zur Verfügung oder beziehungsweise die Person steht jetzt nicht zur Verfügung. So, das Letzte, was ich Ihnen bei Ihrem ersten Tag zeigen möchte jetzt noch, jetzt haben wir also Lynk mal kurz angerissen, ist Ihre Team-Webseite. Die Team-Webseite empfehlen wir immer, dass wir die für alle Mitarbeiter freigeben und dann wird vielleicht unterschieden in Ihrem Unternehmen, je nachdem, welche Aufgaben Sie wahrnehmen, dass Ihnen bestimmte Seiten dann im SharePoint zur Verfügung stehen oder auch nicht. Aber die Team-Webseite, das empfehlen wir immer, sollten allen Mitarbeitern im Unternehmen freigegeben werden. Jetzt gehe ich auf meine Team-Webseite und wir haben das jetzt erstmal angefangen zu organisieren, weil wir immer viele Videos machen, können wir das immer nur so Schritt für Schritt machen. Wir haben hier zum Beispiel unsere Hyperlinks eingepflegt, wo man im Prinzip auf das, ja, auf die verschiedenen, ich gehe jetzt mal nicht auf unser Unternehmen, sondern auf die Cloud, auf das Cloud-Portal. Ich öffne das mal in der neuen Registerkarte. Und da haben wir zum Beispiel unsere Kurzlinks hinterlegt, damit jeder Mitarbeiter sofort auf unsere Blogs zugreifen kann. Oder hier sind zum Beispiel aktuelle Nachrichten, die ich meinen Mitarbeitern mitteilen müssen, worauf sie achten sollen. Und zwar Anfang des Jahres natürlich die Urlaubsplanung. Und hier sehen Sie jetzt auch ein ganz wichtiges Element. Ich kann auch aus SharePoint heraus, weiß ich jetzt, meine Kollegin ist nicht da. Wenn ich ihr also jetzt eine Nachricht noch hinterlegen möchte oder mit ihr kommunizieren möchte, weil ich noch eine Frage habe, dann wäre der optimalste Kommunikationsweg, eben jetzt eine E-Mail ihr zu schicken, weil sie per Chat und per Telefon ja nicht zur Verfügung steht, weil sie ja nicht anwesend ist. Und so sehen Sie auch, dass Sie aus den Programmen heraus, dass diese Programme wirklich nahtlos miteinander zusammenarbeiten und Sie sofort interagieren können mit Ihren Kollegen. So, das war es eigentlich, was ich Ihnen zu dem ersten Tag zeigen wollte. Sie wissen, auf unserem Blog, den ich Ihnen auch gerade gezeigt habe, Himmlische IT, haben Sie ganz viele Informationen. Wir machen das zum Teil schriftlich, dass wir also Blogposts schreiben, aber Sie finden bei uns eben auch ganz, ganz viele Videos oder eben auch einen Podcast, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie die einzelnen Dinge erledigen können. Über den Podcast sprechen wir über wichtige Themen. Oder Sie können auf unsere Videoliste gehen, da haben Sie im Moment, die versuchen wir immer ein bisschen aktuell zu halten, die führen wir im Moment manuell, weil ja einfach weil wir die auch ein bisschen strukturierter ablegen wollen. Und Sie sehen hier einfach schon, dass wir eine ganze Menge an Videos zu dem Thema haben. Und ja, schauen Sie immer mal wieder bei uns vorbei. Sie finden hier viele Informationen. Da möchte ich mich bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit Office 365. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.